Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Heimspiel-Sommer-Podcasts. Heute sind wir schon bei der fünften Folge angelangt, und ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen Fabian im Glutofen Heimspielredaktion und bin froh, dass ich mich heute Morgen für eine kurze Hose entschieden habe. Wir wollen aber nicht übers Wetter meckern, wenn es sich dann auch schon mal nach Sommer anfühlt, sondern viel lieber über Amateurfußball schnacken. Und da habe ich natürlich den perfekten Ansprechpartner heute hier am Start. Fabian, herzlich willkommen. Ja, Wetter ist so schrecklich. Also ich wohne unterm Dach, da meint man dieses Wetter nicht. Da ein Tag 30 Grad reicht im Jahr. Aber ist ein anderes Thema. Außer übers Wetter dich zu beklagen, was hast du in den vergangenen Tagen so getrieben? Und wie geht's dir? Was hast du getan? Ich habe unter anderem, glaube ich, ein Interview mit Fabio da Costa Pereira gelesen. Worum ging's da? Fabio da Costa Pereira, ich hoffe, man muss den nicht noch vorstellen, aber wobei die Leute außerhalb von Steinfurt, glaube ich, vom Fußballkreis, das könnte schwierig sein. Den hat er noch kein Ei ins Netz Nee, ich gelegt. glaube, weiß ich gar nicht. Vielleicht. Ja, über Bezirksliga vielleicht früher mal. Der ist 32 jetzt inzwischen, war in den letzten Jahren, in den letzten 5 Jahren bei Fortuna Emsdetten in der Steinfurter Kreisliga A unterwegs und hat da fleißig Tore geschossen. Ich glaube, in den letzten 3 A-Liga-Spielzeiten waren es insgesamt 90, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwann hat er auch mal irgendwie 49 in der B-Liga gemacht, kurz vor Corona. Also der Mann weiß schon, wo das Tor steht, wenn man diesen doofen Satz mal sagen darf. Und der probiert es jetzt tatsächlich nochmal in der Landesliga und ist zum SC Altenrheine gewechselt. Mit 32 Jahren mutig. Andere Leute, du zum Beispiel, glaube ich, gehen da in die Altherren. Ich würde mit meinen noch nicht mal 32 das auch nicht nochmal probieren. Ich bin ja gefühlt erst 32, da Ja, hast du recht. natürlich, natürlich. Und der geht zum Marc Wiethölter. Das wird bestimmt kein Zuckerschlecken für ihn. Und er hat mir mal erzählt, warum er mit 32 das nochmal ausprobiert und was er davor hat. Und letztendlich hat sein Sohn für ihn entschieden und ihm gesagt, Papa, mach das. Und ja, schöne Geschichte. Und ich traue ihm auch tatsächlich ein paar Tore in der Landesliga nochmal zu. Als Stürmer musst du ja eh noch richtig stehen vorne, würde ich mal spontan behaupten. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Aber gut. Europameisterschaft können wir jetzt so langsam ad acta legen. Hat sich ja die letzten Tage leider ein bisschen hart angefühlt für Deutschland-Fans, weil wir logischerweise nicht mehr mit dabei waren. Aber ich glaube, wir können mitnehmen, dass Spanien das Ding verdient gewonnen hat. Definitiv. Also wenn man die vorne Williams und Lamal oder Yamal, wie auch immer der heißt, gesehen hat, dann ja, war das schon der absolut verdiente Sieger. Und England hat das zum Glück nicht gewonnen. Die haben sich ja zum Ende ein bisschen nochmal aufgerafft und im Halbfinale 20 Minuten Fußball gespielt. Im Finale war es auch nicht so schlecht, aber ja, Spanien war über das ganze Turnier gesehen doch tatsächlich ja, der verdiente Sieger. Und das richtige Finale, also das Finale an sich fand ich persönlich eher so einschläfernd, phasenweise. Ich glaube, das richtige Finale war tatsächlich Deutschland gegen Spanien. Oder hast du noch ein Spiel gesehen, was aufregender war? Also das Finale war okay, ne? Aber mehr auch nicht. Ja, die zweite Halbzeit hat dann ein bisschen entschädigt, aber in der ersten Halbzeit bin ich auch auf dem Sofa ein wenig fast eingenickert. Also das hätte tatsächlich ein bisschen spannender sein können. Hast du Was aber denn... Morata da erzählt hat nachher, wenn wir jetzt schon mal darüber reden, bei der Siegesfeier über Musiala so herzufegen, also weiß ich nicht. Ja, das ist vielleicht nicht so ganz die feine Art. Hätte man sich mit vielleicht ein bisschen mehr Stil dann auch knicken können, aber wo wir beim Thema nicht ganz die feine Art sind, hast du denn den Kollegen Kukurea auch ausgepfiffen oder? Selbstverständlich, ich habe Foto ausgeschnitten, mit Dartpfeilen drauf geworfen. Nee, kein Stück. Also, der konnte ja nichts dafür, dass der Schiedsrichter das Handspiel nicht gepfiffen hat. Also, ein bisschen drüber. Also, muss nicht sein, tatsächlich. Meine Ja. Meinung. Ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso man bei einem EM-Finale ins Stadion geht, um jemanden auszupfeifen. Aber gut, das ist dann ein anderes Thema. Taylor hätte ich vielleicht ausgepfiffen. Den Schiedsrichter, wenn der gepfiffen hätte im Finale, das wäre vielleicht was anderes gewesen. Aber ja, man weiß es nicht. Ja, wir müssen es hinter uns lassen und apropos Pfeifen, das ist auch ein gutes Stichwort. Die Kapitänsregel, die sogenannte, die bei der EM ganz gut angekommen ist, glaube ich, die kommt jetzt auch auf uns zu. Das heißt, ab sofort dürfen nur noch die Kapitäne beim Schiedsrichter vorsprechen. Du warst nie Kapitän?
Nee, also Wie wusste stehst ich du nicht. dazu? Kann ich mir nicht so aussehen, hätte ich fast gesagt. Nee, aber schwierig. Also bei der EM habe ich erst gedacht, das kann doch nicht gut gehen. Hat aber tatsächlich echt für viel Ruhe in den Spielen gesorgt. Also ich habe jetzt wenig Rudelbildung oder sonst was gesehen. Oder kannst du dich an irgendeine Rudelbildung bei der EM erinnern? So ein, zwei vielleicht mal, aber sonst. Wenn, dann wurde das sehr, sehr schnell auseinander dividiert, weil die Herren dann wussten, gleich gibt es Ärger, wenn wir das so weitermachen. Also es hat echt für viel Ruhe auf Profi-Ebene gesorgt und das fand ich echt schon beruhigend und entspannend auch tatsächlich. So konnte man sich die Spiele auch mal angucken und wenn dann mal einer gepfiffen hat, dann standen da nicht direkt 12 Leute um den Schiedsrichter herum. Ob das dann auf Amateurebene allerdings so umsetzbar ist, weiß ich nicht. Also stelle ich mir schwierig vor, wenn wir in der Kreisliga B sind und dann der Schiedsrichter da ganz alleine ist, dann abseits pfeift und dann, boah, habe ich noch so meine Zweifel, ob das so klappt und ob da nachher nicht 7 Platzverweise entstehen, wenn die Leute da ständig beim Schiedsrichter vorstellig werden. Also ich weiß es nicht. Es wird natürlich sicherlich auch viel dann auf den Schiedsrichter selber ankommen oder die Ja. Schiedsrichterin, dass da das nötige Fingerspitzengefühl da ist. Aber ich traue das unseren Unparteiischen im Münsterland durchaus zu. Ja, apropos, da haben wir jetzt, glaube ich, im Münsterland auch schon die ersten Testspiele sowieso, aber auch die Turniere sind gestartet. Ja, gab es da irgendwas Besonderes? COE Cup in Coesfeld hast du, glaube ich, heute ein bisschen telefoniert und ja, ein bisschen was gehört. Wie war das? COE Cup oder Co Cup oder Kö Cup, wie auch immer man das ausspricht, weiß ich nicht. Da stehen die Mannschaften aus Rosendahl lustigerweise im Finale. Also Osterwick und Holtwick spielen jetzt am Samstag gegeneinander. Die haben gestern Abend die SG und Eintracht Coesfeld vernichtend geschlagen, hätte ich fast gesagt. Einmal 3-0, einmal 6-2. Das finde ich schon tatsächlich bemerkenswert, dass da zwei Bezirksligisten aus Rosendahl beim Kö Cup im Finale stehen. Dann haben wir am Samstag den Innsbruck Cup von Westfalia Kinderhaus in Davensberg, auch ein bisschen kurios, im Kinderhaus sind die Rasenplätze wohl noch gesperrt, mit einem Teilnehmerfeld, das sich echt gewaschen hat, Notteln, Gievenbeck, Kinderhaus und Preußen 2. Also da kann man hinfahren, wenn man Samstag nichts zu tun hat. Oder ich glaube, in Haunhorst ist auch ein schönes Blitzturnier. In Haunhorst ist ein Ja. Blitzturnier. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Haunhorst, Mesum und Altenrheine sind auf jeden Ja, Fall dabei. die drei, genau. Die drei waren es. Siehst du, habe ich doch noch ein bisschen was im Kopf. Ja, auch eine ganz, ganz spannende Konstellation. Aktuell haben wir auch noch die Derby Days in Borkhorst. Was ein Schöner, schöner Name. Name, sensationell finde ich. Ja, die einstigen Stadtmeisterschaften, die wurden jetzt ein bisschen gepimpt und mit dem Tuzla und dem 1. FC Nordwalde aus dem Umfeld von Steinfurt ergänzt. Und ich glaube, ist eine ganz spannende Nummer. Was die Spiele angeht, da haben wir jetzt die Spannung in Sachen Endspiel leider schon ein bisschen raus oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sieht. Nach 2 Spieltagen haben der 1. FC Nordwalde und der SV Burg Steinfurt beide Spiele in ihrer Gruppe gewonnen, sind Gruppensieger und werden dann auch das Finale am Samstag bestreiten. Ja, aber da finden dann auch noch die letzten Gruppenspiele statt und da wird dann auch noch entschieden, wer das Spiel um Platz 3 und 4 bestreitet und wie es sonst so weitergeht. Genau. Ja, aber jetzt würde ich vorschlagen, wollen wir erstmal unsere Gäste dazu Die holen und wichtigsten, ja. diesmal haben wir tatsächlich eine richtig spannende Kombo für euch zusammen. Ein Trio, das in und um Münster nicht nur richtig gut kicken kann, sondern auch einige Jahre lang oder vor einigen Jahren von uns schikaniert und mit der Peitsche durch die Redaktion getrieben wurde. Ja, das ist einmal der Florian Graberg, dann der Georg Schrader und der Marc Klein. Ja, und zu den wichtigsten Fragen, die wir dann stellen werden, gehört natürlich, wie sie die Praktikantenschule in unserem Verlag auf das Leben vorbereitet hat. Ja, Flo ist der älteste in Anführungsstrichen von den dreien, ist 28 Jahre jung, geboren in Gelsenkirchen, hat aber dann Fußball gespielt beim 1. FC Nordwalde im Münsterland, dann Preußen Münster, Eintracht Rheine. Dann ging es wieder raus aus dem Münsterland zum SV Fuß Gönnheim, schöner Name. Dann ging es nach Mechtersheim, kurze Zeit auch beim Z 05 gewesen, dann wieder Richtung Hordel, TuS Hordel, TuS Ennepetal, TuS Hefen
Und ja, seit 2021 eine große Konstante bei Westfalia Kinderhaus. Linksfuß, Innen-Außenverteidiger, richtig geiler Kicker. Und 2015 auch Praktikum beim Heimspiel Verlag gemacht. Dann haben wir den Georg Schrader, 26 Jahre jung, geboren in Münster. Hat unter anderem beim VfL Senden gespielt, TuS Hiltrup, Münster 08. Jetzt aktuell aber bei Grün-Weiß Nottuln. 2016 war ja so dein Praktikant, dein einziger Praktikant, den du in all den Jahren mal für dich alleine Ja, hattest. zum Glück, ich bin Nein, der Praktikant. hat dich so ein bisschen in bestimmten Situationen, Bereichen unterstützt. Kaufmännischen Bereich damals. Ich war Genau. ja auch mal Kaufmanns-Azubi hier. Also ich kann sogar rechnen, heißt es auf dem Papier, aber. Da streiten sich die Gelehrten noch drüber, aber das ist ein anderes Thema. Genau, Georg Linksfuß hat früher, glaube ich, eher etwas offensiver gespielt, ist jetzt aber in Nottuln eher defensiver unterwegs. Ja, wird er uns gleich ein bisschen was zu erzählen, auch wo er sich aktuell so rumtreibt, das ist auch ganz interessant. Und dann haben wir den Marc Klein, der 27 Jahre jung ist, also alle im besten Fußballeralter, ebenfalls Münsteraner. War bis kurz vor der Corona-Zeit, meine ich, oder 2020 beim Heimspiel, hat in der Jugend mal in Hiltrup gespielt, war jetzt Ewigkeiten beim VfL Wolbeck, kurze Zeit auch beim BSV Rouxel, aber jetzt wieder in Wolbeck, ist Torwart, war in den vergangenen Jahren öfter mal durch Verletzungen zurückgeworfen, ist dann aber erst als Teil des Trainerteams wieder eingestiegen und ja, arbeitet jetzt so ein bisschen an seinem Comeback als Keeper, also will wieder aktiv spielen. Da ist er ja auch noch jung genug für. Mit 27 Jahren geht da noch eine ganze Menge. Ja, aber das werden sie uns definitiv jetzt in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen erzählen. Freue ich mich sehr drauf und dann würde ich mal vorschlagen, holen wir die Jungs mal dazu. Ja, ihr drei, herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Ich steige einfach mal mittendrin ein und fange mal mit dem Georg an. Ich glaube, wir erreichen dich gerade in Berlin. Da bist du jetzt schon ein paar Wochen länger. Und ja, was machst du da so und warum bist du nicht beim Training in Nottuln? Ja, hallo zusammen. Erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt. Genau, ich bin seit dem 1.5. in Berlin und mache hier ein Praktikum bei einer Eventagentur von Adidas. Und ja, hatte jetzt letzte Woche ziemlich viel zu tun bezüglich des Euro-Projekts und habe da vor dem Reichstag in der Fanzone im Home of Adidas Football gearbeitet. Und ja, baue jetzt gerade diese Woche ein paar Überstunden ab und bin auch noch bis zum 31.8. in Berlin. Und ja, kann das Ganze, also die ganze Vorbereitung und den Anfang der Meisterschaft leider nur aus der Ferne beobachten. Genau. Ja, aber machst auch trotzdem was mit Fußball. Du hast dann auch hin und wieder mal gegen Ball getreten. Ja, wir haben in dem Stadion auch ein kleines Fußballfeld gehabt, wo wir dann ab und zu mal ein paar Morning Sessions hatten und ein bisschen gekickt haben. Natürlich halte ich mich oder ich versuche mich auch fit zu halten mit Laufen gehen, aber jetzt vor allem im letzten Monat war es zeitlich extrem schwierig. Aber ich habe ja jetzt noch einen Monat Zeit, um wieder auf den Stand zu kommen. Ja. Okay. Ja, aber du verfolgst das wahrscheinlich aus der Ferne, was in Nottuln dann so los ist aktuell. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja letzte Saison noch im Mannschaftsrat und bin auch noch aktuell noch im Mannschaftsrat, solange kein neuer gewählt worden ist. Und bin auch noch in der Gruppe drin und verfolge das natürlich alles und bin auch regelmäßig im Kontakt, vor allem mit Felix Heska oder Dickens Toker und Jens Böckmann, die auch letztens noch hier waren und mich besucht haben. Von daher, ja, bin auf dem neuesten Stand. Ja, wie kommt man daran an dieses Praktikum? Wie kam das zustande? Tatsächlich über einen Freund aus Münster, Marius Heidorn, der auch bei Borussia Münster lange gespielt hat, der arbeitet in der Funktion bei der Agentur und hat dann mich gefragt, ob ich spontan Lust auf ein Praktikum habe. Und ja, dann habe ich mich innerhalb von 2 Wochen entschieden und habe alles stehen und liegen lassen in Münster und bin jetzt hingezogen. Und ja, war auch mal was ganz Spannendes, mal irgendwie aus der Komfortzone rauszukommen. Aber bislang die richtige Entscheidung. Ja, sehr schön. Ja, Flo, ihr seid jetzt schon ein bisschen länger mit Westfalia Kinderhaus in der Vorbereitung. Du hast auch alles soweit mitgemacht oder wie sieht es bei dir, bei euch aus?
Wir sind am 30.06. ungefähr sind wir gestartet, ins Trainingslager gefahren, dann am letzten Wochenende. Aber da habe ich mir schon die erste kleine Auszeit genommen, weil ich das große Glück hatte, Tickets fürs Wimbledon-Finale zu bekommen. Oh, cool. Also ich war nicht im Trainingslager, sondern habe mir mal so die Besten im Tennis angeschaut und habe jetzt das letzte Wochenende dann in London verbracht, statt im Trainingslager zu sein. Ja, auch nicht verkehrt. Ist ja sportliche Ja. Fortbildung auch. Aber wenn ich mir so Testspiele angucke, das sieht ganz vielversprechend aus. Hab viele Tore geschossen, glaube ich. 9-1 Steinhagen, 6-1 Freckenhorst. Zuletzt dann eine Niederlage am Dienstag in Herne. Aber ansonsten alles gut. Wie läuft das bisher? Und ist das Training unter Omid noch härter als unter Holger? Also ich bin auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung. Auf jeden Fall jetzt schon auf einem guten physischen Niveau. Offensiv läuft es schon gut. Defensiv denke ich auch. Da kommen jetzt so die Feinabstimmungen rein aus meiner Sicht. Aber ansonsten denke ich, dass so die Niederlage jetzt gegen Herne einfach auch so zu begründen ist, dass einfach viele einfach noch platt waren vom Trainingslager, weil dort, so wie ich das auch mitbekommen habe, echt hart gearbeitet wurde, viel gemacht wurde. Also Omid hatte auch seine klare Vorstellung, will uns fit bekommen und jetzt kommen auf dieser Grundlage dann so langsam die spielerischen Elemente, um dann auch einfach dann gut gewappnet für die neue Saison zu sein. Okay. Ja, dann kommen wir zu Marc. Du ja, bist in Wolbeck unterwegs. Vor ein paar Monaten deutete so manches noch darauf hin, dass du gar nicht mehr im Tor stehen wirst. Jetzt bist du, glaube ich, wieder mit dabei, hast in den Testspielen aber, glaube ich, nicht gespielt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, genau. Genau, aber es ist wieder ein Comeback möglich oder denkbar oder wie ist deine Rolle aktuell in Wolbeck? Zumindest war es bis zum vergangenen Dienstag so angedacht, bis ich mich im Training wieder ein bisschen verletzt habe. Okay. Also ich liege jetzt gerade mit dicken Knie auf dem Sofa, muss Eieiei. morgen früh ins MRT, um noch irgendwie was Schlimmeres auszuschließen. Aber ich klopfe mal hier auf Holz. Sofern morgen früh nichts Schlimmeres bei rumkommt, habe ich eigentlich vor, wieder auf dem Platz zu stehen. Genau. Das Ja. Comeback ist auf jeden Fall angepeilt. Ja, du bist so ein bisschen als Torwarttrainer wieder eingestiegen erst in Wolbeck und dann hat es dich doch wieder gepackt. Bei Stadtmeisterschaften warst du auch dabei im Winter. Yeah. Was, ja, wie kam das? Ja, genau. In meiner Zeit beim BSV Rouxel hatte ich mich etwas schwerer am Handgelenk verletzt und da wussten die Ärzte dann auch nicht ganz so richtig, ob das dann nochmal wieder mit dem Torwartspielen funktioniert. Und dann habe ich halt jetzt knapp, boah, 1,5 Jahre Pause gemacht und mich eben ja für diese Funktion als Torwarttrainer, ja, oder mit dieser Funktion als Torwarttrainer auch angefreundet, wieder dann bei Wolbeck, wo dann auch meine ganzen Kumpels spielen, Freunde aus dem Kegelclub und so weiter. Und um da halt auch dann irgendwie weiter am Ball zu bleiben. Und dann, sofern einer der Torhüter mal nicht zum Training kommen konnte, habe ich es dann nochmal gewagt, die Torwarthandschuhe wieder überzuziehen. Und das hat dann auch soweit mit der Zeit alles wieder gut funktioniert. Nach meiner OP hat das Handgelenk ja ganz gut reagiert. Und dann habe ich es jetzt zu der neuen Saison aufgrund eines beruflichen Weggangs von Jonas Kersten, dem Torwart von Wolbeck, ja, habe ich gesagt, dann packe ich nochmal richtig an. Und ja, dann schauen wir mal, was diese Saison so an Spielzeiten rumkommt. Ja. Ja, ihr habt schon eine Menge Testspiele gemacht, glaube ich. Davensberg zum Auftakt 4-4, das war noch ein bisschen wild, habe ich gehört. Hatte der Daniel gesagt, dann Steinfurt 5-0 gewonnen, Dülmen, TSG Dülmen 0-3, dann Kinderhaus 2-3 und jetzt gegen Billerbeck gewonnen. Ja, was hast du so einen Eindruck bisher für einen Eindruck von der Vorbereitung bisher? Ach, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist ganz positiv. Also klammern wir das Testspiel gegen Kinderhaus zweimal aus. Das war wirklich schlecht. Also in vielen Phasen des Spiels war das nicht gut. Aber auch gegen Dülmen, die ja jetzt fast noch in die Westfalenliga aufgestiegen sind in der letzten Saison, haben wir über weite Strecken echt gut mitgehalten und hätten da auch echt ein anderes Ergebnis erzielen können. Von daher bin ich da ganz zufrieden mit den Leistungen in den Testspielen auf jeden Fall im Training. Sind wir auch immer mit einer Vielzahl an Bord und ja, legen dann ganz gutes Pensum an den Tag. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man damit zufrieden sein.
Wie happy bist du als Münsteraner darüber, dass ihr jetzt endlich wieder in der Bezirksliga 12 spielt? Ja, das ist sehr happy natürlich. Also das war schon ein guter Aspekt, um halt auch mal hier zum Beispiel Dennis Popiel nochmal bei uns dazu zu bekommen. Da hat sicherlich die Staffeleinteilung auch so ein bisschen mitgespielt, weil, also wenn man sich die neue Bezirksliga 7, die ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen durchgewuselt wurde, anschaut, dann wäre das schon ein Brett gewesen, was da für Auswärtsfahrten dabei sind. Das macht dann schon wenig Spaß. Hat jetzt in den letzten Jahren, war das mal nett, mal den einen oder anderen Sportplatz kennenzulernen, den man vielleicht sonst so nicht auf dem Schirm hatte. Dann hat es jetzt aber auch gereicht. Also so Derbys wie gegen 08, Wacker oder jetzt auch dann Mauritz sind uns dann schon deutlich lieber. Ja, es sind viele Münsteraner Mannschaften jetzt auch in der Bezirksliga 12 unterwegs. Da habt ihr quasi jede zweite Woche ein Derby. Ja, genau. Und deutlich, deutlich attraktiver als dann irgendwie, ja, Richtung Soest oder so zu fahren, ohne den anderen Verein da irgendwie was Böses zu wollen. Ja, Fabian, bist du noch da? Ja, ich bin heute da. Ja, Kurz eingeschlafen, eigentlich war jetzt Naja, sein meine Mutter Stichwort, hat mir aber. geschrieben. Meine Mutter hat mir geschrieben, das musste ich mal im Lesen. Das ging fort. Handy ist wieder kaputt, aber lass mir das. Ja, Flo, sorry, das war ja, das. Kann mal zum unnützigen Zeitpunkt, Mutter. Komme ich da jetzt wieder zum Thema zurück? Schneiden wir Ja, raus, schneiden wir raus. Es geht jetzt, schneiden wir raus. Das ist genau. Flo, ihr habt jetzt den Endspurt Cup, glaube ich, am Wochenende vor der Brust. Habt, glaube ich, danach auch noch irgendwie ein, zwei Testspiele gegen Wettringen, Senden, Westfalenpokal. Hat man da eigentlich Bock drauf auf so viele Turniere und Spiele oder will man eigentlich nur direkt wieder um Punkte spielen? Wie ist das mit dir? Also am liebsten kann es von mir aus direkt wieder losgehen. Also wenngleich ich natürlich auch weiß, dass wir natürlich noch nicht in der Verfassung sind, aber um Punktespiel macht natürlich deutlich mehr Bock als so viele verschiedene Turniere. Aber ich meine, wir wissen auch, dass wir uns jetzt eine lange Auszeit gegönnt haben, viele dann jetzt über 4, 6 Wochen nicht gegen Ball getreten haben und gerade auch wenn wir schon auch im Stamm zusammengeblieben sind. Klar, ein paar neue Spieler dazu bekommen haben, dass wir uns da jetzt erstmal wieder einspielen können, die Philosophie von Umid halt irgendwie uns dann gewöhnen müssen, auch wenn sie jetzt nicht so viel anders ist. Aber aus dem Grund finde ich schon sehr sinnvoll, viel zu testen und auch viel zu spielen, weil aus meiner Sicht macht Spielen einfach auch deutlich mehr Spaß als Training. Weil du dann einfach diese Wettkampfnähe hast, du hast Gegenspieler, mit denen du dich messen kannst. Und deswegen finde ich das gut, dass wir einfach auch so viele Spiele haben. Und freue mich jetzt schon und gerade auch aufs Wochenende, auch wenn es anstrengend wird, wahrscheinlich in so kurzer Zeit so viele Spiele dann noch zu haben. Aber wir sind halt genug und können gut durchwechseln. Ja, coole Das heißt, ihr Besetzung nicht auch so da beim klar. Endspurn Cup, ne? Ja, finde ich auch. Ist natürlich ein bisschen komisch, finde ich, auch hier so gegen Nottuln dann auch zu spielen, wenngleich das so ein Liga-Konkurrent ist. Aber da kann man schon mal sehen, wo man steht. Sich mit Preußen 2 zu vergleichen, die ja ohnehin immer ambitionierte Spiele haben, macht auch Spaß, muss sich voll reinhauen. Deswegen einfach mal gucken, was da auf uns zukommt. Und soweit ich weiß, gibt es danach noch ein nettes Grillen. Das ist natürlich auch mal so eine kleine Motivation. Das heißt, er macht nicht so viel anders, Omid, aber irgendwas macht er dann noch anders wahrscheinlich, oder? Als Holger. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt nicht ganz so viel verändert. Ja, in der Trainingsgestaltung natürlich ein bisschen unterschiedlich, in der Ansprache vielleicht ein bisschen anders. So ein paar Prinzipien, die er irgendwie anders haben möchte. Aber ich meine, er weiß auch, wir sind in den letzten 3 Jahren gut mit unserer Formation gefahren. Und haben uns da letzte Saison ein sehr, sehr gutes Endergebnis, wenn auch natürlich nicht das, was wir uns dann alle vorgestellt haben, erzielt. Also gibt es gar nicht so viel Grund, da grundlegende Dinge zu ändern. Aber ich meine, kennt ihr ja auch, jeder Trainer hat da so seine ein, zwei anderen Vorstellungen. Und das war jetzt so damit gemeint. Und ihr steigt auf, ihr müsst hoch jetzt wahrscheinlich als Vizemeister, oder? Ganz klares Ziel. Also von müssen würde ich jetzt persönlich nicht sprechen. Ich meine aber auch, wenn man sich jetzt die Entwicklung von Westfalia Kinderhaus anschaut, wie gerade schon gesagt, in den letzten 3 Jahren, ich meine, guten
achten Platz hin zu einem vierten und jetzt mit Ferl 2 oben sehr weit abgesetzt mit einem Punkt Unterschied. Es ist natürlich sehr bitter gewesen, gerade am letzten Spieltag, wenn man sich auch mal die beiden Spielverläufe anschaut, war es natürlich sehr, sehr traurig und auch irgendwo auch ernüchternd. Also wir wissen, dass wir gut zusammengeblieben sind als Team. Wir wissen, was halt unsere Stärken sind. Und ich meine, wenn wir das Gleiche so auf den Platz bekommen, wie wir es, ich glaube, die letzten 12, 13, 14 Spiele hinbekommen haben, die wir einfach sehr, sehr gut performt haben, hinten sicher gestanden haben, auch die glücklichen Spiele eng gewonnen haben. Ich meine, angreifen wollen wir, wie es dann letztlich aussieht, müssen wir dann halt im Laufe der Saison halt schauen. Kommen natürlich immer noch viele Komponenten mit dazu. Aber bislang bin ich da guten Mutes, dass wir auf jeden Fall wieder oben angreifen können, ja. Georg, wer ist für dich Titelfavorit? Kinderhaus auch. Du kannst jetzt gerne Druck aufbauen. Ihr spielt bei euch am ersten Spieltag direkt gegen Kinderhaus. Ohne dich natürlich, dann Ja, wird 10% weniger schwer. Siegchance. Ja, dann wird es schwer. Aber wer ist für dich Favorit? Oder steigt ihr sogar auf aus Notting? Kannst du auch. Erstmal gut, danke für die Vorlage. Ich glaube, dass Ja. Kinderhaus auf jeden Fall da auf jeden Fall wieder oben mitspielen wird. Letztes Jahr schon enorme Qualität gehabt, vor allem auch einfach abgezockt gewesen, im Gegensatz manchmal zu uns, die jetzt vor allem auch in noch viel jünger geworden ist, unsere Mannschaft. Und Kinderhaus hat sich, glaube ich, auch nochmal punktuell sehr gut verstärkt, wie zum Beispiel mit dem Jürgen Sinev und mit Türk. Also sehe ich Kinderhaus relativ weit oben. Ich bin gespannt auf die neuen Mannschaften in der Liga, wie zum Beispiel die aus Soest. Ja, und so Mannschaften wie Rödinghausen und also Zeitvertretungen, das halt auch nie außer Acht lassen. Und wo wir landen, da kann ich jetzt gerade nicht so ein gutes, ja, so eine gute Meinung abgeben, weil ich es halt noch nicht gesehen habe dieses Jahr oder diese Saison. Aber ich sehe uns eigentlich, oder unser Ziel sollte eigentlich wieder sein, im oberen Mittelfeld dabei zu sein. Ich glaube, da haben wir etwas andere Ansprüche als Kinderhaus, aber ja, das sind aber auch andere Gegebenheiten. Aber ich freue mich natürlich, sobald ich wieder einsteigen darf. Darfst du dann in der ersten bleiben, wenn du überhaupt Ende August erst wiederkommst? Oder wirst du strafversetzt zur zweiten? Nee, das wurde alles schon abgemacht. Das ist in trockenen Tüchern. Was geht dann für dich dieses Jahr persönlich? Kannst du mal wiederholen, bitte? Was geht dann für dich persönlich dieses Jahr? Was hast du dir dann vorgenommen? Erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen reinkommen, ne? Hältst du dich dann Ja. wenigstens in Berlin auch fit oder machst du eigentlich gar nichts den ganzen Tag? Nur Döner essen Doch, doch, und. ich. Ja, Döner gibt es natürlich in Berlin super guten, aber nee, ich halte mich natürlich auch fit, wie ich gerade schon sagte. Also ich wollte auch gleich noch eine Runde drehen. Aber ich muss auf jeden Fall einiges aufholen und ich bin mir auch dessen bewusst, dass wenn ich wieder da bin, mich erstmal hinten anstellen muss. Aber also ist ja auch logisch. Ich supporte die Mannschaft von Anfang an, sobald ich wieder da bin und stelle mich erstmal hinten an. Aber das hier ist natürlich dann direkt wieder ein Stammplatz, wie zum Ende der Saison, sich zu erarbeiten. Und bin ja mittlerweile auch einer der etwas älteren Spieler bei uns, auch mit 26, ja. Aber ja, will auf jeden Fall auch wieder als Führungsspieler vorangehen. Marc, du kennst Georg aus Hiltrupper-Zeiten, haben wir vorhin im Vorgespräch schon gehört. Wie war der so als Spieler? Super lustiger Typ, der Georg. Also kann man wirklich kein negatives Wort irgendwie drüber verlieren. Ich glaube, damals, vor allem in der Jugend, ist es ja immer nicht ganz so einfach, wenn man irgendwie in einen neuen Verein kommt. Und ich kann da nur aus Hiltrupper-Zeiten sprechen. Wir waren immer so ein sehr eingeschworener Haufen. Aber da hat sich der Georg immer also sehr schnell integriert. Und ich glaube, Georg, wir hatten eine ganz gute Zeit in Hiltrup, oder? Auch wenn wir damals abgestiegen sind und sportlich nicht so erfolgreich waren, hatten wir zumindest im Das Training und stimmt. dann auch neben dem Platz eine ganz gute Zeit. Und da übrigens auch unter dem Trainer Omid. Stimmt. Da schließt sich der Kreis. Ach, siehst du? Genau. Cool. Ja, die sportlich war es nicht so erfolgreich, aber dafür haben wir echt Spaß gehabt, das stimmt. Ja, ist ja trotzdem aus euch was geworden. Ja, Marc, wir waren gerade bei Auftaktspielen. Für euch geht es, glaube ich, zum BSV Rooxel. Da hast ja schon erwähnt, auch eine kurze Zeit gespielt. Die hatten jetzt einen richtig heftigen Umbruch, gelten so ein bisschen als die absolute Wundertüte in der Liga.
Ja, birgt das Gefahren für euch oder ist das ein gutes Auftaktspiel? Was erwartest du da? Ja, was man da erwartet, das ist wirklich, wie du schon sagst, also es ist eine reine Wundertüte. Die haben ja, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Neuzugänge sind, aber ich glaube, da sind da jetzt wirklich schon, zumindest aus meiner Zeit von vor 2 Saisons, gar keiner mehr da. Und von daher, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt, ob man das sagen kann, das bringt Gefahren mit sich. Also wir gucken da jetzt, glaube ich, auch wenig irgendwie auf Rouxel, sondern versuchen unseren, auch wenn das jetzt wieder so eine Fußballphrase ist, aber wir wollen da unseren Stiefel runterspielen und ich glaube, dann kann man das, also kann das ganz positiv werden. Das ist jetzt zumindest, ich glaube, es hätte zum Anfang, ohne das jetzt auch negativ zu meinen, es hätte uns schwerer treffen können, irgendwie mit 0-8 oder Emstetten. Aber wie du sagst, man weiß, man kann Rouxel nicht einschätzen und wir gehen da auf jeden Fall nicht zu fahrlässig ans Werk. Ja, du kennst die Bezirksliga 12 ganz gut. Kommen jetzt natürlich auch ein paar neue Teams mit dazu. Ich habe mal nachgeguckt, als ihr zuletzt in der Staffel gespielt habt, seid ihr Achter geworden. Oder ist Wolfsberg Achter geworden? Was glaubst du, ist da in der neuen Saison drin? Müsst ihr da erstmal kleine Brötchen backen und erstmal gucken, dass ihr viele Punkte sammelt? Oder könnt ihr da ganz oben angreifen? Oder ist das noch völlig offen? Ich glaube, es ist relativ offen. Also ich würde jetzt ganz persönlich sagen, für ganz oben wird es wahrscheinlich nicht reichen, auch wenn das, also auch wenn man irgendwie jeden schlagen kann. Wir sind halt eine relativ junge Truppe. Also wie Georg mit 26 in Nordland schon zum alten Eisen fast gehört, bin ich mit 27 also wirklich schon, glaube ich, irgendwie der vierte oder fünftälteste bei uns. Da sind sie doch dann alle irgendwie erst Anfang 20, obwohl wir spielen halt auch schon lange zusammen. Das ist vielleicht unser Plus, dass wir da eine gewisse Routine mittlerweile im Team haben, was Abläufe angeht und so weiter. Aber ich denke, wenn wir, also auch irgendwie das obere Mittelfeld, wenn wir da am Ende einlaufen und wir alles gegeben haben, sind wir da zufrieden. Und wenn es für mehr reicht, reicht es für mehr. Und ja. Ja, wer ist dein Titelfavorit? Du hast gerade 08 angesprochen. Ich glaube, 08 wird eine ganz gute Rolle spielen. Emstetten 05 schätze ich auch sehr stark ein. Da, die haben ja auch im letzten Jahr schon ganz gut performt. Und ich weiß gar nicht, von oben kommt, glaube ich. Was kommt denn von oben nochmal runter? Aus der Landesliga kommt keiner, oder? Keiner. Nee, Borussia hat die Klasse Keiner, gehalten. ne? Ja. Nee. Ja, dann bleibe ich bei 08 und Emstetten. Okay. Ja, Flo, du hast, glaube ich, auch außerhalb des Münsterlands schon ein bisschen Fußball gespielt. Ja, was, wenn du dir das so ein bisschen vergleichst, was macht den Fußball bei uns in der Region so besonders? Also aus meiner Sicht wird gerade im Münsterland deutlich mehr Fußball gespielt als im Ruhrgebiet, wo ich auch viel unterwegs war. Da wird Fußball sehr stark auch gearbeitet. War eigentlich ganz interessant, auch gerade im letzten Spiel gegen Herne nochmal zu sehen, weil es ja, als ich bei Horde gespielt habe, auch ein Ligakonkurrent war. Wir haben versucht, das Spiel zu gestalten, haben versucht, irgendwie die Räume zu finden, und bei denen war es dann irgendwann einfach nur so, komm, ich spiele den Ball lange vorne rein. Ich versuche auf Körperlichkeit zu gehen, ich versuche möglichst viele Zweikämpfe zu haben und gerade den Münsteranern irgendwie die Spielfreude zu nehmen und eben über solche Sachen zu kommen. Das würde ich schon als größten Punkt herausstellen, einfach der Unterschied zwischen der Körperlichkeit und dem fußballerischen Element irgendwie, wo ich den Eindruck habe, das kommt in Münster schon sehr stark zum Tragen. Ja, ist da auch der Ton ein anderer auf dem Fußballplatz? Heißt ja immer, wir leben hier auf der Insel der Glückseligkeit in Münster, weil ja das eigentlich alles ein sehr netter Umgang miteinander ist. Und das heißt, im Ruhrgebiet ist dann doch nochmal ein ganz, weht ein rauerer Wind. Kannst du das bestätigen oder wäre das übertrieben? Ich hatte bislang immer Glück mit meinen eigenen Trainern. Die waren immer sehr sozial, sehr mannschaftsnah. Aber ich habe das natürlich auch erlebt, dass Trainer auch mal sehr direkt auf dem Platz waren und mal sehr ausfallend, sehr laut. Musste ich immer so ein bisschen schmunzeln.
Und war einfach froh für mich, dass ich noch nicht an solche Trainer geraten bin, weil ich damit selber auch nicht so einen guten Umgang finde, weil ich das meist auch so ein bisschen albern und also zumindest mich nicht so motivierend finde. Deswegen bin ich da ganz froh, dass ich immer so soziale Trainer hatte. Ja, wir hatten bei der EM ja auch ein großes Thema. Das war die sogenannte Kapitänsregel, die jetzt auch so ein bisschen im Amateurfußball Anwendung finden soll. Ihr dürft also nicht mehr über Schiedsrichterentscheidungen meckern, es sei denn, ihr tragt selber die Kapitänsbinde oder seid als Feldspieler Stellvertreter des Torhüters. Ja, wie steht ihr dazu? Georg, was meinst du? Also an sich finde ich es richtig, um den Schiedsrichter irgendwie auch zu schützen, in gewisser Hinsicht. Aber ich sage auch jetzt schon, es wird vor allem für einige Mitspieler von mir sehr schwierig. Aber denn? Und wen wechselt? Ich habe irgendwie direkt einen Spieler im Kopf, aber der spielt gar nicht mehr bei mir in der Mannschaft. Aber der spielt mittlerweile bei Flo in der Mannschaft. Habe ich schon vieles von mitbekommen. Ich weiß ganz genau, Genau, aber also ich glaube, jeder hat irgendwie im Spiel besondere Emotionen, die dann irgendwie immer hochkommen. Und es kommt immer auf die Situation an und das dann irgendwie dann auch irgendwie runterzuschlucken, wird schwierig sein, aber ich glaube, nach einiger Zeit gewöhnt man sich dran. Aber an sich finde ich es gut, ja. Ja. Marc, was meinst du? Ist ja für einen Torwart nochmal ein bisschen was anderes. Würdest du das einschätzen? Ja, ähnlich wie Georg. Also, ich meine, ich kann da mal was zum Schiedsrichter rufen, aber ich bin ja in der Regel immer ein bisschen weiter weg von den Schiedsrichtern. Von daher habe ich da nicht so viel mit zu tun. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für ein Fingerspitzengefühl die Schiedsrichter haben. Also, dass da jetzt dann komplett die Emotion rausgenommen wird, finde ich auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Und wenn da jetzt jeder Ton, der von einem Nicht-Kapitän kommt, direkt mit einer Gelb bestraft wird, ja, muss man da mal gucken. Also da sollten die Schiedsrichter dann auch schon auch vielleicht das eine oder andere Mal so ein Auge zudrücken, aber im Großen und Ganzen finde ich es auch eigentlich vernünftig. Ja. Flo, du bist kein Mecker, Heini, dich betrifft das eh nicht, oder? Ja, stimme ich vollkommen zu. nee, ich habe zu Beginn des Turniers, zu Beginn der EM, dachte ich, boah, ich finde das irgendwie im Profisport, fand ich das so ein bisschen albern. Gerade Menschen, die sich damit so unfassbar professionell auseinandersetzen und eigentlich auch so ein Gefühl für die Situation haben und sich einfach so zu 100% mit dieser Thematik auskennen. Also klar, wir spielen alle, jetzt wir, in den Amateurligen. Spielen ja alle so ein bisschen laienhaft Amateurfußball und da fand ich es dann wirklich jetzt auch gut, dass gesagt wird, ja, wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu unterbinden, gerade auch so als Vorbildfunktion für jüngere Spieler. Deswegen, ich bin von der Umsetzung auf jeden Fall positiv angetan und finde das jetzt auch vollkommen in Ordnung, dass das auch Einzug in den Amateursport erhält. Ja. Wie habt ihr generell die Europameisterschaft erlebt? Und ja, kann sie jetzt auch der Gesellschaft oder dem Amateurfußball vielleicht sogar einen Schub geben? Was kann man da mitnehmen? Welche Trends kann man nutzen? Fällt euch da irgendwas ein, was euch besonders positiv im Kopf geblieben ist? Ja. Marc, was meinst du? Das ist wie in Meine der Mutter Schule, ruft ne? mich. Keiner will starten mehr. Sorry. Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen war die EM hier in Deutschland wieder ein voller Erfolg. Also ähnlich wie auch 2006. Ich glaube, es hat also ein bisschen gebraucht, bis so die Stimmung hier wieder im Land so ein bisschen hervorkommt. Aber wenn man dann auch hier vor allem durch Münster getippelt ist, sei es am Aasee, irgendwie die Lokalitäten, die waren ja schon dann brechend voll. Natürlich meistens nur bei den Deutschlandspielen, aber dann auch jetzt am Sonntag beim Finale hast du, glaube ich, selten noch irgendwo einen Sitzplatz bekommen. Und ich glaube, es wäre ganz cool, wenn man das irgendwie auch so ein bisschen auf den Amateursport wieder runterbrechen könnte, dass dann auch bei uns am Sonntag wieder ein bisschen mehr am Platz los ist. Würde mich auf jeden Fall freuen.
ich glaube, allzu viel Negatives, außer die Sache mit der Deutschen Bahn, gab es jetzt nicht bei der EM zu berichten. Ja. Georg, du Und warst ja ja, nah und du? dran. Achso, sorry, wolltest du noch was sagen? Nee, 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 alles gut, ich war fertig. Ja, Georg, du warst ja ganz nah dran. Ja, fällt dir noch was ein, was da besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich glaube, ich habe berufsbedingt halt echt jedes Spiel gesehen, auch über die komplette Dauer und habe natürlich nicht nur mit Deutschen zu tun gehabt, sondern halt auch wirklich mit Leuten aus ganz Europa. Und diese Stimmung mitzuerleben, hautnah, war schon ziemlich geil. Ich war halt auch zuständig für die Public Viewings bei uns im Stadion. Da waren bis zu 5000 Leute im Stadion, auf den Tribünen und auf dem Feld. Und da kamen so viele Leute, keine Ahnung, Engländer, Rumänen, Albaner, alles zu mir und haben gesagt, was für eine geile Stimmung das hier ist, egal welches Land spielt. Und nochmals auf Deutschland bezogen, glaube ich, war so ein kleines Loch, nachdem Deutschland ausgeschieden ist, vor allem auch so bei uns im Team und so, war es echt krass zu spüren, dass so die Motivation danach so ein bisschen flöten gegangen ist, weil man echt schon Ambition hatte, dass wir irgendwie zumindest ins Halbfinale kommen. Aber einfach dieses Gefühl, stolz wieder auf die Nationalmannschaft und so stolz auf irgendwie auf unser Land zu sein, war irgendwie schon schön und auch irgendwie toll zu sehen. Ja, Flo, was hast du mitgenommen vom Turnier oder vielleicht auch aus Wimbledon? Also ich kann den beiden erstmal vollkommen zustimmen. Fand auch, gerade dieses Turnier hat mir bislang auf jeden Fall schon einen richtig tollen Sommer beschert, wenngleich natürlich sehr ernüchternd war, im Viertelfinale dann auszuscheiden und das Turnier dann nur noch mit so einem halben Auge zu verfolgen. Aber ich fand die Stimmung gerade in England dann auch sehr interessant zu beobachten, weil ich ja dann noch an dem Sonntag, als das Finale war, dort war und du einfach den Menschen anmerktest, wie groß die Sehnsucht nach diesem Titel ist. Es waren alle Menschen auf der Straße, es waren alle irgendwie in irgendwelchen England-Trikots eingekleidet. It's coming home stand überall, ob jetzt auf irgendwelchen Plakaten, Leute hatten Banner vorbereitet, sind dann da in die Underground eingestiegen, haben da rumgegrölt und es war einfach für die so klar, dass sie dieses Turnier gewinnen werden und dann, ja, bei den Gegentoren diese Ernüchterung dann auch mitzubekommen, ja, tat dann auch natürlich schon ein bisschen weh, aber ich meine, ich hab mich tatsächlich für die Spanier eher gefreut. Ja, das kann man nachvollziehen, auch wenn sie uns dann aus dem Turnier gekickt haben. Aber das war, glaube ich, ja, schon ein verdienter Turniersieg der Spanier. Ja, Fabian. Ja, dann darf ich, glaube ich, den abschließenden wichtigsten Teil natürlich besprechen. Ihr wart alle mal bei uns Praktikant oder musstet Praktikant sein, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, Flo, du warst 2015 bei uns Praktikant, wenn ich das richtig im Kopf habe. 10 Jahre her, Genau. aber was hast du für Erinnerungen oder alles verdrängt und vergessen? Vor allem sehr genau erinnere ich mich an meinen ersten komplett eigenen Auftrag. Da war ich ich meine, das war so das Pokalfinale in Mecklenburg. Boah, und ich war so aufgeregt, weil ich das alles selber machen musste, Bilder machen musste und dann nachher noch das Foto machen musste, den Spielbericht schreiben. Und dann funktionierte das mit dem Bild irgendwie nicht. Also, es war eine Das sehr, sehr kenne ich. aufregende Zeit und auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Ich fand super harmonisch. Die Zusammenarbeit mit euch hat einfach richtig Bock gemacht. Wer hat da gespielt im Pokalfinale damals? Was war's noch? Boah, ich weiß, es ist Neunkirchen. Neunkirchen gegen Ah. Horstmar müsste das gewesen sein sogar, ne? In Ja, Horstmar? stimmt. Ja, Nee, es war in oder? Mecklenburg. In Okay. Mecklenburg war es. Okay. Ich weiß es nicht. Dann war es was anderes. Aber auf jeden Fall hast du dich ganz ordentlich angestellt. Das habe ich noch in Erinnerung. Ja, ein Glück. Jetzt auch nochmal für alle festgehalten. Ja, Georg, kann man über dich auch sagen, ne? Du hast dich auch ordentlich angestellt, Leute. Das war 2016 bei dir, oder? 2016, ja, wenn ihr das sagt, dann muss das wohl so sein, oder? Ja, was hast du noch im Kopf von damals? Würdest du überhaupt Fotos machen? Fotos tatsächlich nie. Ich hatte ja die Ausnahmeregel, dass ich aufgrund meiner eigenen Spiele, weil ich ja damals in meinem letzten A-Jugend war und dann mal A-Jugend und Erste gespielt habe am Sonntag, also gar keine Zeit quasi hatte, In Senden war dann war das, nur ne? unten.
Fernsenden, genau, dass ich dann nur ja, quasi unter der Woche gearbeitet habe. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, ich glaube, die Kreisliga B1 oder B3 hatte, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube B1. Und ich fand es einfach so krass zu sehen, was man für eine Bindung zu den Trainern aufbaut, wenn man jede Woche zwei, dreimal mit denen telefoniert. Das war auf jeden Fall sehr cool. Und natürlich die unvergessene Mittagspause mit Dönerpizza. Ich glaube, Renger Gibt's kann ich ja immer gut. noch. Gibt's immer noch. Ja, und natürlich auch mit Andi immer sehr viel gelacht und auch für jede Idee offen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ja, Marc, du, bei dir war es nur gar nicht so lange her, ne? Ich glaube, 2020 Ja, irgendwann. genau. Ja, bei mir hängt natürlich am meisten im Gedächtnis, oder ist am meisten hängen geblieben, ist die Corona-Pause. Das war der erste Saisonabbruch damals, als das Virus ausgebrochen ist und wir dann alle irgendwie so ein bisschen von zu Hause aus arbeiten mussten. Nee, aber ich habe auch nur beste Erinnerungen an euch. Also mein erster Feldeinsatz war damals nicht ganz so schön. Ich glaube, auf dem Freitagabend in Mettingen müsste das gewesen sein, im Anfang Februar bei strömenden Regen und 2 Grad. So, da habe ich das Praktikum ganz kurz hinterfragt. Aber Das ist immer der Test, wie sehr wir die Leute belasten können. Das machen wir immer am Anfang. ja. Nee, aber ansonsten hat es mir auch super viel Spaß gemacht. Und auch wenn es damals ein Pflichtpraktikum für die Uni war, hat es sich nicht ganz so angefühlt. Also vor allem, wenn man dann ja über seine Leidenschaft Fußball berichten darf, macht das schon sehr viel Spaß bei euch. Und ist ja eh mit eurem Schreibstil, dem ganz, ganz lockeren Fußballfachwissen, macht das einfach Bock oder hat das Bock gemacht. Ja, das war jetzt nicht abgesprochen. Also ihr müsst natürlich nicht schleimen, aber ihr dürft natürlich. Also vielen Dank dafür erstmal, Fabian. Vielleicht können wir das noch ein bisschen zurückgeben. Wie haben sich Georg und Marc, hast du, glaube ich, noch miterlebt, so in ihrer Zeit hier geschlagen? Georg war ein halbes Jahr, glaube ich, bei uns und ich weiß gar nicht mehr. Wir waren da zu der Zeit umgezogen, am anderen Ende in die Innenstadt, glaube ich, sogar tatsächlich. Und mir ist vor allem immer die Nogger- und Dönerpizza im Gedächtnis geblieben. Das Irgendwie, ich weiß gar nicht, sehr kommt gar häufig. nicht, das kommt jetzt natürlich nicht gut an bei den Leuten draußen, ne? Das ist ein großes Lob, Ja, ne? es ist ein großes Lob. Also, das ist natürlich positiv gemeint. Ja. Aber das war ein sehr kurzweiliges halbes Jahr, glaube ich, tatsächlich. Und er Ja. war sozusagen mein Praktikant damals. Also, das haben die wenigsten, können die wenigsten von sich Ja, behaupten. das war die größte Ehre überhaupt. Ja. Und Also, du trotzdem hast hat da er sich nichts ganz gut dagegen. entwickelt. Ja. Ja, Marc, weiß ich, dann nach Mettingen musstest du. Ja, ein Freitagabend, weil ich ja dann auch quasi die Sonntage selber auf dem Acker stand und dann immer nach dem Spiel ins Büro gekommen bin, habe ich dann öfter mal irgendwie so ein unter der Woche Spiel genommen. Scheiße. Ja, herrlich. 2 Grad, Mettingen, Asche wahrscheinlich. Nee, Asche haben die nicht mehr, leider. Nee, war Aber Kunstrasen. Ja. boah, boah. Ja, aber ich glaube, Marc war auch ganz so schlechter. Durftest du einen Fotos machen wenigstens? Nee, Fotos. Ich habe mit Videos angefangen damals. Also die Videos, die ihr jetzt mittlerweile mal macht von den Trainern und Spielern irgendwie und dann in den Bericht einbetten. Ja, gut, dass du bei mir keine Fotos abgeguckt hast, oder Christian? Ja, Fotos darf Fabian auch nicht mehr machen. Das hat sich jetzt erledigt nach den letzten. Das war zu meiner Zeit auch schon so. Ja, wir nennen ihn ja immer den Fotopapst. Aber ich glaube, da schweifen wir jetzt zu viel ab. Deswegen, ja, würde ich sagen, auch wenn es mir mega viel Spaß gemacht hat mit euch dreien oder euch vieren natürlich, Fabian, auch an dich vielen Dank. Ja, würde ich jetzt so langsam, aber sicher mal zum Ende kommen. Ich wünsche euch allen dreien, Georg, wie gesagt, du steigst ja ein bisschen später ein, aber ich wünsche euch allen dreien für die Saison 2024-25 alles Gute. Bedanke mich, dass ihr diesen Spaß hier mitgemacht habt und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Fußballplatz oder daneben zeitnah und ja, dann bis bald mal, ne? Danke euch. Jo, Danke danke euch. auch. Macht's gut, Ciao, vielen Dank. ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ja.